Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es um das heiß diskutierte Thema, welches durch ganz Deutschland kursiert, nämlich die Influencer. Und ja, ich hab's überlebt. Los geht's! Hinter mir seht ihr diese kleinen, fiesen Influencer-Monsterchen, so nenne ich sie, denn es ist wirklich ein Monster, was in einem, ja, sich ausbreitet und einen wirklich lahmlegt. Und ich werde nie wieder sagen, bei einer normalen Erkältung, ich habe die Grippe, never again, weil es ist wirklich alles andere als eine Erkältung, die man sonst so kennt, mit Nasennebenhöhlenentzündung, Kopfschmerzen und Schnupfen und ein bisschen Husten. Das reicht ja schon, da liegt man ja auch schon flach und ist auch auf jeden Fall außer Gefecht gesetzt. Aber die echte Grippe, ihr Lieben, oh mein Gott. So, kommen wir nun zu den Symptomen. Absolut charakteristisch für die Influenza ist dieser extreme Schüttelfrost. Ich bin selber davon um 4 Uhr morgens wach geworden, aus dem Schlaf herausgerissen worden mit absolutem Schüttelfrost. Ich habe gar nicht mehr aufgehört zu wibbern und habe schon gemerkt, so irgendwas ist hier anders. Das zweite sind extreme Gliederschmerzen. Jeder, der eine normale Erkältung hatte, der kann auf jeden Fall mal diese Potenz mal 10 nehmen. Und das sind dann ungefähr die Gliederschmerzen, die man bei einer Influenza hat. Es ist so unerträglich. Ich wusste teilweise gar nicht, wie ich mich legen sollte. Mein Mann hat mich auch teilweise aufgerichtet zur anderen Seite gedreht, weil man das Gefühl hatte, dass man auf den Seiten sich extremst wund liegt. Die dritte Sache ist ganz klar, dass hohe Fieber. Ich hatte wirklich innerhalb von ein paar Stunden hatte ich dann schon über 40 Fieber und dieses Fieber hielt dann auch mal ebenso 5 Tage an. Ja, der Gipfel war bei 41,7 und ich muss euch dazu sagen, ich musste tatsächlich in ein Krankenhaus und ich brauchte tatsächlich eine Infusion und weil es mir wirklich so derbe schlecht ging. Man ist extremst abgeschlagen, Appetitlosigkeit hoch 10 und natürlich man hat totale Kopfschmerzen, also wirklich extreme Kopfschmerzen. So stelle ich mir das vor bei einem Migränepatienten, also die waren schon sehr, sehr derbe und man kann wirklich gar nichts. Also ich konnte teilweise noch nicht einmal alleine mich aufrichten und mal kurz zur Toilette gehen. Mein Mann musste mich wirklich an die Hände nehmen und führen, also ich war wirklich platt. Wenn ihr mich sonst kennt in meinen Fitnessvideos oder sonst was oder Laufen und Sport und Instagram, da zeige ich ja auch meine ganzen sportlichen Aktivitäten. Ja, das war alles so fern weg von allem, was mich sonst ausgemacht hat. Ja. Diese kleinen Monsterchen hinter mir, ich sag's euch, die haben mich so lahmgelegt. Ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich habe kein Zeitgefühl mehr gehabt. Und natürlich, wenn man dann ein kleines Kind zu Hause hat, alle Mamas da draußen kennen das. Eigentlich ist man ja als Mama gar nicht krank. Man muss ja immer funktionieren. Aber es ging nicht. Und hier komme ich jetzt direkt im fließenden Übergang zu den Dingen, die man machen kann, wenn man diese Influenza hat. Also ganz klare Sache ist, man kann nicht so viel machen bei der Influenza. Es ist ungefähr dieselbe Therapie wie bei einer Erkältung, nur dass man wirklich noch mehr darauf achten sollte, dass man wirklich trinkt, weil man halt durch diese Appetitlosigkeit ja auch fast so gut wie gar nichts isst. Sollte man wirklich darauf achten, dass man wenigstens wirklich seine 1,5 Liter wenigstens trinkt. Egal in welcher Form, ob das jetzt Säfte sind, Tees sind, Brühe ist. Hauptsache ein bisschen Elektrolyte, ein bisschen Salze, ein wenig Flüssigkeit. Also es ist sehr, sehr wichtig, vor allem um das Fieber zu senken, braucht der Körper sehr, sehr, sehr viel Flüssigkeit. Also versucht wirklich zu Hause zu bleiben. Denn diese Influenza ist hochgradig ansteckend. Diese Epidemie überrollt gerade ganz Deutschland und da ist es wirklich wichtig, zu Hause zu bleiben und nicht noch mehr Menschen damit zu infizieren. Viel Ruhe, viel Wasser trinken, auch wenn das noch so schwer fällt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, wenigstens auf meine 2 Liter zu kommen. Das habe ich auch geschafft. Ich habe mich auch noch dazu, das kommt auch noch dazu, zu den Symptomen übrigens, ein paar Mal erbrochen. Also mit dem Essen hat es nicht gut geklappt. Aber ich habe wirklich viel getrunken und das ist absolut wichtig, um das Fieber zu senken und auch um euren Kreislauf ein wenig aufrecht zu erhalten. Natürlich auch darauf achten, dass die Nase frei ist. Ja, benutzt Nasenspray wenigstens. Das habe ich auch gemacht, auch wenn ich nicht so ein großer Fan bin von Nasenspray, weil man ja so schnell davon abhängig wird. Dann etwas später kam der Husten dazu. Also Husten und Schnupfen kam so ein bisschen zeitversetzt. Das ist auch wieder so ganz charakteristisch für die Influenza. Bei einer normalen Erkältung hat man das schon vorher. Man merkt das schon, dieses Halskratzen und dieser Husten, der Schnupfen und so weiter. Das kommt bei der Influenza so 2-3 Tage verzögert, aber dann auch heftig. Ja, ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein, nach dieser Erkrankung,
das sind noch so meine Nachwehen davon. Ich habe immer noch einen sehr, sehr starken Husten und mein Geschmackssinn ist sehr stark eingetrübt. Also wenn ich koche, wenn ich esse, es ist alles finde ich extrem salzig oder extrem süß. Also mir schmeckt leider gerade so gut wie fast gar nichts. Ich trinke noch nicht einmal wirklich Kaffee. Für wen ist diese Influenza eigentlich wirklich gefährlich? Ganz klar für chronisch Kranke, für alte Menschen über 60, für Menschen mit Diabetes ist das auch gefährlich und natürlich für Schwangere und für Kinder. Ja, also man impft sogar teilweise noch während einer Schwangerschaft mit dem Grippeimpfstoff, um dort einfach die Schwangeren zu schützen. Welche Übertragungsmöglichkeiten gibt es bei der Influenza? Versucht die Öffentlichkeit zu meiden. Also dazu gehören ganz klar Türklinken, öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufswagen. In vielen Ländern, wenn ich irgendwo mal im Urlaub bin, sehe ich, wenn wir irgendwo mal einkaufen sind oder sowas, mal ein bisschen Wasser kaufen im Urlaub, es sind immer irgendwelche Desinfektionsspender mit diesen Tüchern an den Einkaufswagen, dass man mal kurz über diese Stange geht. Ja, das fehlt mir hier in Deutschland. Also da wünsche ich mir wirklich viel, viel mehr Hygienebewusstsein. Ja, gerade diese Einkaufswagen, da wimmelt es nur so von Bakterien. Zu Hause, wenn ihr auch kleine Kinder habt, versucht wirklich eure Türklinken so wenig wie möglich zu benutzen oder macht sie danach sauber. Also während ich krank war, hat mein Mann ständig hinter mir her desinfiziert und das ist auch wichtig so. Gerade so Toilettengriffe, dieser Knopf zum Abziehen, die Armaturen am Waschbecken, die man benutzt nach dem Händewaschen. Dann natürlich die Fernbedienung, ganz klarer Mega-Überträger, also da auch wirklich desinfizieren. Daran haben wir uns gehalten und auch wirklich nach dieser Phase, nach der einen Woche, habe ich echt so gut wie alles abgezogen zu Hause, ob es Dekokissen auf der Couch sind und das ganze Bett und so weiter, alles wurde auf 90 Grad gnadenlos durchgewaschen. Ja? Und natürlich auch sehr, sehr viel Hände waschen, ganz klar, mindestens 30 Sekunden lang richtig die Hände waschen, auch hier zwischen die Finger und auch die Handtücher regelmäßig auswechseln und die Räume gut belüften. Also richtig gut durchlüften. Ich hatte teilweise den ganzen Tag, auch wenn mir sehr kalt war, hatte ich immer wieder das Fenster auf Kipp gehabt und mich unter die Decke versteckt. Ja, dass einfach auch eine gute Sauerstoffversorgung im Raum stattfindet. Und auch somit haben auch die Viren weniger Chance. Gerade bei Heizungsluft vermehren sich die Viren. Ja, und hinter mir seht ihr ja die kleinen Monsterchen. Die haben so kleine Noppen, das sind so diese Glucose oder Glukoproteine, das sind diese kleinen Haftdinger und die haften an sämtliche Oberflächen und die sind vor allem sehr resistent und überleben auch außerhalb des Körpers auch eine sehr gute lange Zeit. Ja, es ist auch interessant zu wissen, wie lange ist man ansteckend. Also einen Tag bevor es ausbricht, ist man ansteckend. Bis zu 7 Tage nach Ausbruch. Man muss ungefähr 8 Tage rechnen. Das ist die Ansteckdauer. Und in der Zeit bleibt zu Hause. Geht nirgendwo hin, trefft euch nicht mit Leuten und versucht wirklich, euer Umfeld auf das Minimum zu reduzieren. Wir haben es auch so gemacht, dass wir zum Beispiel nicht den Kleinen abgegeben haben an die Familie oder sowas, weil ganz einfach, es hätte ja auch sein können, dass mein Sohn auch den Virus in sich trägt und hätte somit auch den Rest meiner Familie ebenfalls angesteckt. Und das geht natürlich auch gar nicht. Ja, das fiel mir zu Hause auch sehr, sehr schwer, muss ich sagen, den Kleinen so ein bisschen von mir fernzuhalten. Ich habe ihn auch sehr stark vermisst natürlich, so diese Berührungen. Also da merkt man schon so eine Woche lang ohne Kind, das war schon so immer nur auf Abstand und sagen, nein, darfst mich nicht in den Arm nehmen. Das war schon wirklich heavy. Jede Mama da draußen, die das jemals in dieser Form mitgemacht hat, die weiß genau, was ich meine. Ja, ich habe wirklich die ganze Zeit immer nur Ibuprofen, Paracetamol genommen. Auch einmal Novalgin. Ich musste sogar ins Krankenhaus für eine Infusion. Ich habe sogar insgesamt 3 Infusionen bekommen. Einmal bei meiner Hausärztin, dann 2 Stück im Krankenhaus, weil es mir sowas von elendig ging. Und was mir wirklich geholfen hatte, waren die doppelte Tablette 2x500er Paracetamol. Das hat mein Fieber immer wieder mal runtergeholt. Dann ging es mir auch etwas besser. Und gut, die 5 Tage, wo das Fieber immer wieder so hoch ging, aber dann da muss man leider wirklich, das ist wirklich das Motto, Augen zu und einfach irgendwie durch. Und was mir auch geholfen hat, war natürlich jede Menge Netflix gucken und Serien gucken. Ich konnte noch nicht mal in meinem Kindle ein Buch lesen, weil mir meine Augen so derbe wehtaten. Eine Freundin von mir hat mir geraten, Linda, mach doch mal ein paar Waden wickeln. Das konnte ich nicht. Leute, ich war nicht in der Lage, kalte Tücher auf meine Waden zu legen, weil meine
Zellen meiner Haut, die tat mir so weh. Also wie gesagt, ich konnte kaum richtig liegen und musste mich ständig drehen und das ging gar nicht. Also sowas Kaltes auf meiner Haut, das tat so weh. Sogar als ich im Krankenhaus war für die Infusion und die haben mir Blut abgenommen und das mit dem Spray desinfiziert, auch dieses Kalte auf der Haut, das hat sich angefühlt wie eine Verbrennung. Wirklich wie eine Verbrennung. Also das war wirklich so ein ganz seltsamer Zustand in meinem Leben. Gott sei Dank war ich noch nie so krank gewesen, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie eine Grippe ist. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ihr wisst jetzt in etwa, was es damit auf sich hat, wirklich die Influenza zu haben. Da unterscheidet man ja auch Typ A, B und C. Es gibt keine Antikörper, die der Körper zur Abwehr bilden kann gegen diesen Influenza-Virus, weil sich dieser Virus jedes Jahr aufs Neue in seiner Struktur in sich verändert. Ja, auch diese ganze Außenstruktur, die ihr hinter mir seht, die verändert sich auch jedes Jahr. Und dadurch ist halt diese ständige Impfkommission immer wieder darauf bedacht, einen neuen Virus, einen neuen Grippe-Impfschutz zu entwickeln. Denn auch gerade so über Hände schütteln und Bussi-Bussi links und rechts und so weiter, ja, da sind die Viren, die fühlen sich da sehr, sehr wohl. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen soll jetzt im Herbst, mich gegen diesen Grippe-Virus, den neuen Virus, dann impfen zu lassen, weil ich möchte eigentlich nie wieder in diese Situation kommen, in der ich jetzt war, ungefähr 8-9 Tage lang. Aber der Gedanke ist da, ja, wer sich dagegen schützen möchte. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen, kommt gut durch diese, ja, kalte Jahreszeit, schützt euch und ich wünsche euch alles Gute. Und wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben und natürlich abonniert meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bleibt gesund, eure Lisa.